Gummo-Friends, mein zerknittertes Kleid und ich sagen Tschüss aus diesem Hotel. Hier habe ich jetzt gehaust, beziehungsweise hier habe ich eine Nacht gehaust. Ich hatte in dem gleichen Hotel ein anderes Zimmer, aber eine lore Kategorie, was wirklich eigentlich genau gleich aussah wie das. Nur zwei Einzelbetten und nicht diese View. Ich hatte auch keinen Balkon. Aber look at this. Das ist pretty. Ist ein bisschen schwierig, jetzt Tschüss zu sagen. Vor allem, weil ich den Ort auch richtig gern mochte. Ich fahre jetzt nach Alachate. Ich habe nicht wirklich einen Plan, to be honest. Ich habe jetzt eine Nacht da gebucht, weil der Ort, oh, ich sehe noch richtig müde aus. Weil der Ort selber sehr teuer ist. Und ich mir das eigentlich nicht leisten kann. Aber, let's see. Ich habe das hier auch noch irgendwie günstig hingekriegt. Dieses Zimmer hier, 22 Euro für eine Nacht. Die anderen beiden Nächten haben insgesamt 31 Euro gekostet. Also das ist wirklich nicht über sein Verhältnis zu lesen, sonst geht ja gar nicht. Und das ist nur ein Bikini, bevor wir alle ausrasten. Ja, ich gehe gleich los. Ich hoffe, ich komme irgendwie günstig dahin und muss nicht ein teures Taxi nehmen. Let's see. Ich habe auch nicht genug Geld gewechselt. Mal schauen, wie ich es hinkriege. Peace out. Ich bin jetzt in Alachata angekommen. Ich gehe jetzt 5 Minuten in mein Hotel. Diese 20-Minuten-Fahrt hat einfach nur 15 Lira gekostet. Das sind zu dem derzeitigen Kurs, der bei 16,77 liegt, nicht mal ein Euro. Ich bin komplett schockiert. Freunde, ich bin am Ilija Halk Strand in Alachata. Und ey, das ist seit langem mal echt wieder so ein richtig insane schöner Strand. Die Wassertemperatur ist auch so gut. Es ist viel besser als in Antalya. In Antalya habe ich mir einfach den Arsch abgefroren. Das hat schon wehgetan und ich bin wirklich nicht empfindlich. Aber es ist wirklich ein pretty Strand, ey. Zu Recht 9000 gute Bewertungen auf Google. Also ich bin mal ein bisschen in den Ort reingegangen vom Ilija Strand. Hier kann man tatsächlich auch rein. Da vorne ist so ein kleiner, da sieht man es, da sieht man auch wieder den Atatürk-Schriftzug und da ist so ein kleiner, ich nenne es mal Stadtstrand. Ich weiß nicht, ob es was kostet, aber hier könnte man sonst auch schon gehen. Ist eigentlich auch ganz cool, ne? Wenn man keine Lust hat, irgendwie weiter reinzulatschen. Hier hat man auch noch überall Food und Co. Ist schon nicht schlecht. So, Friends, ich habe mir gerade mal eines dieser blauen kleinen Sammeltaxen da angehalten. Die fahren hier eigentlich immer rum. Man kann die sich auch einfach anhalten, kann sie ranwinken und dann bringen sie einen auch von Alachate, jetzt wo ich hier wieder bin, zum Strand und wieder zurück. Eine Fahrt kostet einfach nur 11 Lira. Was sind das? Ich glaube 60 Cent. Und da kommt ihr beliebig oft am Tag, soweit ich das jetzt sehen konnte, jetzt auch noch zum Abend hin. Ich habe mal ein bisschen den Ort Ilija am Strand halt angeguckt, ist süß, ist aber relativ wenig. Also ich würde sagen, so Place to be ist tatsächlich Alachate, weil es sei denn, du möchtest wirklich nur Strandurlaub. Ist natürlich was anderes, da gibt es auch das eine oder andere Hotel, aber das, was ich von Alachate bisher gesehen habe, hat auf jeden Fall hier mehr zu bieten als jetzt der Strand. Aber der Strand konnte auch sowas von mit denen von den Philippinen und Co. mitteilen. Das war wirklich richtig schön, ey. Also, kann man sich mal gönnen, auf jeden Fall. Ui, hallo Maus. Wir sind noch ganz jung. Damit ihr mal seht, wo ich schlafe, das ist das Gallia Hotel. Das ist einfach absolut schön. Also, ich zeige euch das auch gleich nochmal von drin, das ist so süß, also diese ganzen Boutique-Hotels hier killen mich einfach komplett. Das ist auch das Zimmer. Das ist einfach wirklich sehr, sehr süß. Also Farben, wie ich sie liebe, ist das super. Hier hat man so einen kleinen Schminktisch und ein Spiegelchen. Auch super. Ist nicht selbstverständlich, das zu haben. Und was ich auch echt hübsch finde, ist so das Bad. Also, ich habe Faible für Bäder.
Ja, die Schönste bin ich schon glücklich. Das ist einfach cool. Also, I love that. Was soll ich sagen, ne? Also, ist wirklich richtig schön. Zahle ich übrigens 25 Euro, ist mehr als eigentlich mein Budget so ist. Aber für so einen Touristenort absolut passabel. Das ist jetzt das Deluxe-Zimmer, ist nicht das günstigste, das war ausverkauft. Aber das sah ziemlich gleich aus. Also, ich finde das so schön, ne? Jemand sagte mir im Stream, The Franco ist das beste Eis hier. Let's taste it. So sieht's aus. Let's see. Das war jetzt auch wieder typisch. Hab das Eis bestellt, Stolzchen fast aufgegessen. Bestell das so. Cookies so Lotus. Hab schon so hell Lotus. Okay, kennt man vielleicht auch hier so, ne? Bestell das oder frag dann vorher. Ich komme und so, ich sag ja, Germany. Er sagt so, ich spreche auch Deutsch. Tatsächlich einer, der aus Deutschland kommt, der seit 40 Jahren wohl Eis verkauft. Und deswegen meinte er, ja, deswegen habe ich Lotus, ich finde Lotus super und so. Ich sag, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das wurde mir im Stream vorgeschlagen. Hat auch mega viele Bewertungen. Ist wirklich lecker. Also, ist so ein guter Trip gewesen, würde ich mal sagen. Also, so Insider-Dinger finde ich halt immer cool. Wobei man sagen muss, der hat auch über 300 Bewertungen oder so auf Google. Kennt man anscheinend, aber sehr netter Mann. Kam damals aus Frankfurt und so, konnte in den Bremerhaven, glaube ich. Haben gleich noch ein bisschen mit ihm geschmeckt, also kann man sagen, könnt ihr gerne herkommen. Er sagte schon, jetzt gerade ist wirklich sehr ruhig, sehr leer. Morgen sollte irgendwie abgehen hier, weil leider für Kinder, keine Ahnung. Aber es soll morgen leider auch regnen, keine Ahnung, ich jetzt länger bleibe, weil ich sehen will, was hier abgeht.
Aber sehr netter, lieber Mann. Also, hier, der Franco Gelato. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt bin ich sad. Hätte ich das vorher gewusst, dass diese Windmühlen hier so eine Rückseite haben, fängt jetzt übrigens alles richtig an, schön zu leuchten, hätte ich hier den Sonnenuntergang anschauen können. Aber richtig, richtig hübsch. Also, ehrlich. Ich glaube, wenn das erstmal dunkel ist, dann sieht man hier alles. Die kleine Maus hier hat schon alle ganzen Leute hier belästigt, ey. Das habe ich hier mal Futter geholt. Hier sind auch zwei große Mäuse. Hey, hey, hey. Ich mache dir auch noch was auf, ey. Kinder, ich bin einfach in dem Laden, der 20.000 Mantelvariationen hat. Der heißt hier Mantel und Kaffee Bottrum. Und das lasse ich mir jetzt aber so haben. Und das ist ein geiler Abschluss für den Tag in Anacate, würde ich sagen. Und ich hoffe, es schmeckt. Aber es sieht einfach schon so geil aus. Es wird sich safe schmecken. Was ist das für ein pretty Frühstück? Ach man, heute ist es im Zimmer, also heute ist mein einziges Frühstück. Der Himmel ist zwar blau, die komplette Nacht hat es so hart gewittert, es hat so laut gedonnert, dass ich teilweise zweimal aufgestanden bin nachts. Und der Wind heute teilweise ganz gestört bläst, also es ist schon heftig. Aber ja, lasse ich mir munden, ne? Guten würde ich mal sagen.